Servus Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play hier auf der Stappenbach. Heute wieder im Duett. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Ja, wir probieren es mal auf der Map, ob das hinhaut. Weil ja viel gesagt haben, haut nicht so hin. FPS in Brüche. Also ich habe die ganze Zeit immer noch, wir spielen jetzt schon eine Zeit lang auf der Card zu zweit und war die ganze Zeit zwischen 40 und 50 FPS. Im Dorf gut, ist es manchmal kurz runtergegangen auf 20. Aber es hält sich eigentlich noch im Rahmen. Ich kann nicht mal kurz gucken, was ich jetzt habe. 30, gut. Bin aber auch noch teilweise Dorf. Es hat sich einiges getan. Wir haben uns zwei Felder gepachtet. Das andere haben wir ja schon gesehen gehabt, wo ich gepacht gerade habe. Mit dem Raps, das ist ja schon fertig. Das sind wir wieder am Aussehen. Dann haben wir Feld unten drunter noch gepachtet. Da war Gerste drauf. Das sind wir gerade am Dresche. Unser Deutz haben wir getauscht. Gegen dasselbe Deutz. Nur mit Farbwahl und ein bisschen mehr PS. Und kostet dasselbe, weil wir uns das Deutz Mod Pack drauf gemacht haben. Die Hürlimann haben wir auch verkauft, weil wir für dasselbe Geld, sogar für 400 Euro, mit 400 Euro Gewinn uns der Akkustar holen konnte. Ja, weil wir waren mal kurz der Ruckler drin, das war das erste Mal jetzt, ne? Ja, bei mir auch. Das war das erste Mal seit... Wie lange sind wir jetzt auf der Karte drauf? Müssen wir, 2 Stunden, ne? Da müssen wir hier sehen, eigentlich, oder? Im Infofenster. Irgendwo muss man es doch sehen, glaube ich, wie lange jeder schon ist. Ja, Stunde und 20 Minuten. Das war das erste Mal, dass es jetzt geruckelt hat. Ja, und da haben wir uns jetzt, wie gesagt, die zwei Akkus da geholt, Hürlimann verkauft. Jetzt sind wir beide, einer am Grubberer, der andere am Ansee. Und der Helfer ist am Dresche. Jetzt ist unser Schlepperausgang. Und jetzt bin ich halt runtergegangen an den Händler und haben uns dabei noch einen Hürlimann gemietet. Der, wo so ein bisschen fürs Abtanken dann zuständig ist. Da geht's rein. Da sind wir daheim. Ja, Steffen, was gibt's bei dir Neues? Du warst jetzt zeitlang hier dabei. Seit die drei Parts auf jeden Fall. Vorher haben wir ja zwei da, wo man nichts an Videos gehabt hatte. Ja. Außer Arbeit nichts Neues, ne? Ja. Viel Arbeit, keine Zeit. Ja. Ja. Ja, bei uns haben sie ja das Schichtmodell geändert gehabt, wo ich den gesagt habe. Und jetzt sind sie wieder aufs alte Modell umgesprungen. Nur noch früh und spät. Die 4 Wochen Mittelschicht am Stück haben sie abgeschafft. Nur 3 Wochen Testphase. Weil dann doch viel Leid waren, wo sie sich beschwert haben, oder? No. Weil dann halt, wenn du 4 Wochen Mittelschicht von 10 bis um 6, 4 Wochen lang, da hast du ja nichts von da, da hast du ja gar nichts family-mäßig, kannst du dann verhacken. Wenn du mal in die Stadt willst, die Geschäfte machen erst um 10 Uhr auf, musst du auch dann schaffen. Und nur der Arbeit. Bis du dann in der Stadt bist, hast du gelost, weil, bis du dich angezogen hast, fertig gemacht hast, ist Feierabend. Machen die Geschäfte auch zu. Wei ruckelt's nochmal? Warum? Wei hat's nochmal kurz gestoppt bei mir. Ja, weißt du warum? Weil ich der Helfer ausgemacht hab. Ah. Ich
Ich habe den Helfer rausgemacht und deswegen hat es wahrscheinlich den Ruckler gibt. Gucken wir mal, da FPS 30. Ah, das ist jetzt komisch, die ganze Zeit waren es mehr. Jetzt während der Aufnahme fängt es irgendwie ein bisschen auch zu spinnen. Ich kann hier mal ein bisschen runter. Blasen wir mit einem Zahn da drüber. Ah. Da kommt der Steffen. Gehen wir kurz in die Außenansicht. Mein neuer Aquastar ist so ein The Golden Eye, wie es vorhin der Steffen gesagt hat. Und der Steffen hat sozusagen die Black Pearl. Black Hammer. The Black Hammer. Ja, wie gesagt, heute Mittag ist es dann soweit. Da setze ich mich mal mit einem anderen YouTuber zusammen. Verrate, wer es ist, will ich euch hier noch nicht. Das wird erst bekannt gegeben, wenn es in trockene Tücher ist. Oha. Aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch. Sehen wir mal, was bei rauskommt. Dann sind wir vielleicht bald wieder zu dritt. Wenn die Meiche sich fragen, wo der Christian ist. Der Christian hat mir vorhin mal so ein bisschen zu verstehen gehabt, dass er im Moment nicht so wirklich im Moment die Lust auf der LS hat. Er macht nur ein kleines Päuschen. Scheibt noch hin auf, da dass mal ein bisschen Luft drin kommt da. So. Aber ich weiß nicht, was die meiste. Also Moment, lauft's bis auf den Ende Ruckler. Wo wir vorhin mal kurz drin gehabt haben, lauft's doch eigentlich ganz gut. Ja, ich denke, das ist leider viel, das ist leider am Server. Ja. Mensch, vielleicht was für Obi das ist, oder was? Ja. Wäre schon nicht, wäre schon nicht die meiste, wenn sie über den normalen LS-Server spiele und da kann ich mir vorstellen, dass da ganz schön tote Hose ist, ne? Kennen wir ja. Kann Sinn, ja. Kennen wir ja. Ist ja nichts Neues. Ja, ja. Das kann natürlich Sinn. Wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, ich kann mir vorstellen, dass bei demjenigen, der wo das abgebrochen hat, das Projekt, ich mein, kannst du sagen, es war Carbon gewesen, dass der auch einen Surfer spielt normalerweise, der. Müsste normal wieder Sponsor. Ich denke, dass der Server wahrscheinlich gestellt kriegt. Für zum Zocken mit der Community. Dass da, dass der das auf dem Server hat. Also ich kann mir das nicht anders da vorstellen. Aber mehr weiß es nicht. Dabei kurz geruckelt hat, dann war ich's. Gibt's denn sowas? Ja, ich hab Screenshot gemacht.
ich mit dem Gruppetto habe ich eigentlich noch nie so großartig viel geschafft, ne? Das erste Mal, wo ich denn eigentlich so benutze. Sonst habe ich mir immer Kleider 6 Meter gekauft. Ich gleich mal noch abtanke, wenn ich da vorne angekommen bin. Holy man. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass du bei der Motto bei der Bank auf Hagen steht, dass du pachten kannst die Felder. Du hast gewusst? Nee, ich auch nicht. Ich hab das Feld des 15er noch gar nicht gehabt, das Ding. Ich auch nicht. Ich hab's bei so 13er war es ja allgemein die Bank auf Hagenstedt. Wenn du, ja, wenn du die Hagenstedt gespielt hast, aber da war das ja nicht drin gewesen, dass du pachten konntest oder sowas. Finde ich eigentlich ganz angenehm mit dem Pachte. Kann ich wenigstens nicht hingehen und einfach alles abholzen, wie du es sonst immer machst. Und dann bezahlst du auch für das Feld, dass du es benutzen darfst. Sieht aber auch schon wieder gut aus, daher. Nichts großartig gerissen mit dem Ding, außer jetzt ist ein bisschen so gekrubbert und sieht aus wie. Steffen Seiner sieht auch schon gut aus, da. Macht was her. Dreck. Hey, hey, hey. Jetzt hat. Jetzt hat er die Spur. Jetzt können wir Gas geben. Oh, Steffen ist auch gleich leer. Muss wieder auffüllen, oder? Nur noch 8%. Ja, Leute. Ja, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Da ist halt nicht viel drin, ne? Da müssten wir wirklich mal überlegen, ob wir uns vielleicht so überladen war oder sowas hinstellen. Dass nicht immer so weit runterfahren muss, weißt du?
Ja, ist nämlich fraglich, ob ich den Weg wieder zurückfinde. Ja, es ist halt immer nur blöd, sag ich mal, du musst einen Schlepper vorne drauf haben, ne? Dass er überladen kann. Aber welche viele Wege führen nach Rom. Also, wäre schon der richtige Finne. Oh ja. Ja, ist eigentlich ganz einfach, du fährst jetzt dort an den Feldweg, wo komplett Nunna, bis an die Hauptstraße kommst und dann fährst du links. Und dann bist du schon im Dorf. Sagt man so einfach, ne? Tja. Nee. Das wird schon. Aber ob der Steffen den Weg gefunden hat, das kriegen wir erst im nächsten Part raus. Werden wir nie erfahren. Ja, wir werden es schon erwähnen. ja, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sind. Bis dahin, Rinhau. Ciao, ciao. Tschüss.